Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sea of Thieves. Und ja, heute zeige ich euch ein paar Methoden oder beziehungsweise die besten Wege, um schnell zu leveln beziehungsweise schnell Geld zu bekommen. Aber Fokus liegt eher auf schnell Geld bekommen. Okay, man levelt im Prinzip mit. Also in Sea of Thieves ist es im Prinzip ein Geben und Nehmen, will ich mal sagen. Und ja, es gibt wieder ein paar Möglichkeiten. Ich habe dazu schon mal zwei Videos gemacht, aber das muss man alle schieß mich tot mal updaten. Hier gibt es ja jetzt Duke. Der hat hier diese lustigen Fahrten. Da bekommt man wieder diese Tokens da. Na, wenn man die dann genug sammelt, dann kann man sich auch hierfür einfach Level dann kaufen. Na, ganz einfach. Ich habe 655. Ich werde mich alle für Arena aufsparen, weil mich das einfach zu doof ist. Ganz ehrlich. Und ja, bei Duke da bekommt man auch andere Sachen. Beispielsweise jetzt ist ja dieses Sprengfass-Event. Das heißt, na, man buddelt Sprengfässer aus und kann die an jede Fraktion verkaufen, inklusive an Athena. Also haben Athena-Leute auch was davon. Kriegen dann viel Geld und gut Level jeweils. Aber es gibt jetzt genau, also viel Altes auch, was man leveln kann. Also das heißt, viele alte Methoden, meine ich. Also bewähren tun sie halt immer noch die alten Methoden, das heißt Raids, ne? Damit bekommt man am meisten immer noch. Mit Schiff-Raids, wie gesagt, die sind halt schwerer. Klar, die wurden jetzt nochmal ein bisschen leichter gepatcht, ne? Dass es noch mehr Leute schaffen, will ich mal sagen. Und, ui, das habe ich ja noch gar nicht gezeigt. Luke. Blub, zumachen die Seiten, dann kann keiner reinschießen. Und wie gesagt, die beste Methode, um Geld, XP zu verdienen, sind entweder die Eventfahrten da hinten, was es da gibt. Die geben ordentlich, gerade für Anfänger. Und so sind es wirklich immer noch die Raids. Na, ich empfehle wirklich den normalen Skelett Raid. Da sollte irgendwo einer rumdümpeln. Na, die empfehle ich wirklich, weil die sind einfach, die kann man schaffen. Und wenn einer herkommt, Herrgott, ihr müsst nicht schießen, ihr könnt auch ein Angebot unterbreiten, dass ihr sagt, na, Allianz oder irgend sowas. Aber wenn ihr seht, da kommt einer an und der geht nicht drauf ein, nicht wundern, dass er euch dann angreift, ne? Ist ein Ding, deswegen gibt es auch da so viel Geld oder noch mehr Geld. Die Dinger wurden ja nochmal geupgradet und ja, das zweite wäre Schiffsraids. Na, sind halt ein bisschen schwerer. Na, muss man halt den ganzen Loot während, na, die ganzen Wellen aufsammeln. Und am Schluss gibt es den großen Loot. Und ja, na, dann gibt es noch was ganz Gutes. Und zwar gibt es jetzt Juwelen. Also nicht Juwelen, sondern wie heißen die Dinger? Mehr Jungfrauen, Gedingse. Wie heißen die nochmal? Wie heißen die denn nochmal hier? Mehr Jungfrauen, Juwelen. Na, die bringen sehr viel Level, sehr viel Geld. Na, der, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ist der grüne der billigste oder der blaue? Ich glaube, der, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, deswegen nicht mich hassen. ich glaube, der rote bringt, das weiß ich sicher, der rote bringt 3000. Ich glaube, der grüne bringt 2000. Und der blaue Stein bringt 1000. Und die kann man bei jeder Fraktion abgeben. Also mit denen kann man extrem gut leveln. Beispielsweise auch für, wenn ihr sagt, oh, so viele Fische fangen ist ein bisschen anstrengend, könnt ihr auch bei Ruf des Jägers investieren. Gerade lohnt es sich mehr für die Schiffsratten, weil man da noch schöne Dublonen bekommt. Und von den Dublonen kann man sich gleich ganze Level kaufen, ne? Es ist halt auch wieder, oder was anderes, oder Schiffssets, oder, ne? Gut, ja. So würde ich euch dann auch empfehlen, macht Handelsfahrten, ne? Für jede Handelsfahrt bekommt man, was waren das, 700 Gold? Und das ist schon enorm. Für jedes Teil, was man da im
perfekter Qualität abgibt, kriegt man 700. Und das ist enorm viel für jedes Teil. Wisst ihr, was ich da früher alles gemacht hätte, wenn es das von Anfang an schon gegeben hätte in Sea of Thieves? Heieieieiei. Ja? Also, wenn man bei Handelsbundaufträge einfach Schiffsfrachten macht, also Handelsfracht, na, kriegt man 700. Na, klar, es gibt beschissene, aber 700 pro Gegenstand, egal welcher, nur dass er nicht kaputt ist, ist, denke ich, ein guter Tausch. Und ja, von dem her würde sich auch dann höchstens nur noch, um schneller Geld zu verdienen, wie heißen sie denn? Seelorden. Oder war doch ja, vom Seelorden die Skelettaufträge lohnen, weil da hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, bessere Schädel zu bekommen als bei Truhen, weil es gibt ja 50 Milliarden Truhen. Das ist ja klar, wenn es weniger Schädel gibt, dass man da die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man da bessere auch bekommt, auch wenn man ein niedrigeres Level hat. Und ja, das sind eigentlich so die Methoden. Uiuiui. Falls ihr euch fragt, was ist jetzt passiert? Warum ist dein Schiff so traurig? Ja. Ja, irgendwie hat es mich rausgeholt. Keine Ahnung wieso. Aber irgendwie hat es mich rausgehauen. Ich kann ja jetzt nochmal hier so ranmachen, na? Als Beweis, dass ich wirklich ich bin. Du bist nicht du! Ja. Oh, ich habe die Segel vergessen. Uiuiui, sowas darf doch nicht passieren. Blub. Ah. Ja. Aber wie gesagt, das sind die Möglichkeiten. Also, mehr brauche ich jetzt hier, denke ich, auch nicht zeigen. Raid habe ich auch schon ein paar Mal gezeigt, glaube ich sogar. Alleine sogar. Und zu zweit und habe ich alle schon gezeigt, wie man es am besten buckelt. Wie gesagt, Raid Number One. Zum Schnellgeld für den Raid. Und Schiffraids, wie gesagt, die Nummer 1. Na, man kriegt halt ewig viel Geld raus. Mit normalen Raids ein bisschen leichter als mit Schiffraids. Dann Number 2 sind diese schönen Juwelen. Sind diese schönen Juwelen, diese Meerjungfrau-Juwelen. Wo sind... Ach, Fische. Sind diese Meerjungfrau-Juwelen. Nein, wo, Alter! Meerjungfrau-Juwelen, das sind halt solche Juwelen in Rot, Blau, Grün. Rot bringt 3000, Blau bringt, glaube ich, 1000, Grün bringt 2000. Sowas ungefähr war das, glaube ich. Na, so war das, glaube ich. Und ja, die könnt ihr bei jedem Händler abgeben. Also bei Handelsbund, bei Goldhorder. Da Goldhorder oder Seelenorden, könnt ihr die abgeben, bringt viel Geld, wie gesagt 1000, 2000, 3000 und viel Ansehen. Und ihr könnt es noch bei Ruf des Jägers abgeben, lohnt sich auch, na? Jetzt würde ich es eher ins Event reinstecken, weil man kriegt da Dublon und von Dublon kann man sich auch wieder Level kaufen. Na, ist jetzt selber abzuwägen, was man macht, na? Aber ich sage euch gleich, aus jedem Event kommt man mit Plus raus. Na, mit Plus Dublon bekommt man immer raus. Also das heißt, man, da wollte ich nicht rein. Hier. Man kann sich immer die fertigen Sets dann kaufen. Na, also nicht, dass ihr denkt, oh, die reichen nur genau, aber allein hier 10, 20, 30, 55, 65, allein die obere Reihe 65, dann da nochmal 50, da nochmal 50, na? Das ist, man bekommt da gut raus an Dublon normalerweise. Und oben, also man bekommt immer eigentlich mehr rein, als man ausgeben kann. Und das ist hier wirklich der Knackpunkt. Na? Deswegen lohnt es sich auch, Dublonfahrten zu machen, wenn es die tatsächlich gibt. Die sind ja nicht immer da. Na? Moment, gehen wir mal. Ach, nein, Schiffe ran. Ihr seht 30, ne? Ihr seht, wie viel ich mich da noch kaufen kann. ja. Und, na, ihr, okay, die sind jetzt noch nicht frei, aber wahrscheinlich werden die auch so 25 bis 30 alle hier kosten. Oder vielleicht sogar 50.
ich glaube, ein Ding vielleicht 50 und die anderen beiden 25, sowas in der Art, ne? Aber man kommt immer plus hier aus so einem Event raus. Weiß jetzt gerade nicht ganz genau, wie die Werte sind, aber ist ja Wurst. Wie gesagt, 1 Raid, 2 Juwelen, 3 Events. Je nachdem, es gibt auch mehr lohnenswertere Events, aber so Sprengfässer bekommt ihr immer 2 teure Sprengfässer und das war's. Ist jetzt nicht so, das, so krass wie das davor, da hat man immer 20 Captain-Truhen bekommen. Ja, na? Dann das nächste hier ist Handelsbund. Blub. Da einfach nicht solche. Da ärgert ihr euch tot, wenn ihr Tierfahrten macht, weil ihr müsst erstmal das Tier finden, fangen, verkaufen oder beziehungsweise am Leben erhalten. Macht keinen Spaß. Macht so eine Fahrt. Klar, nicht legendär, aber halt so eine Fahrt bringt ein so ein Ding, also zu Stoffe, wenn sie im exzellenten Zustand sind, 700. Rum, 700. Pflanzen, 700. Und was war das andere noch? Ja. Jetzt habe ich das dritte im Bunde vergessen. Oder waren es nur die drei? Ja, und halt Devil's Raw Zeug dasselbe, ne? Nee, gibt es? Doch, ja, gibt es auch Devil's Raw Pflanzen und alles, ne? Immer wenn es im guten Zustand ist, 700. In Devil's Raw gibt es... War das jetzt das Doppelte? Ich weiß es nicht. Gibt es auf jeden Fall mehr. Also es ist teurer, weil man da die Sache noch schwerer rumpüddeln muss, ne? Und zu guter Letzt einfach, der Seelenorden, weil da hat man die Wahrscheinlichkeit, da ist halt einfach die Wahrscheinlichkeit höher, dass man mal ein Gasding bekommt. Auch wenn man jetzt ein Billo-Level ist und nicht, na, so wie ich, schon überall 50, ne? Da ist die Wahrscheinlichkeit wirklich höher, dass ihr da bessere Sachen bekommt, als jetzt da unten bei dem Truhen-Hannes, weil es gibt so viele Truhen, dass die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass man eine Moloch-Truhe bekommt. Als dass man was Gutes bekommt. Na, das waren diese Tipps. Mehr gibt es jetzt auch nicht zu sagen. Beweisen brauche ich jetzt, denke ich, auch nichts. Beispielsweise Raids sollte ja alles soweit klar sein. Und ja, ich hoffe, euch hat es jetzt soweit gefallen. Wie gesagt, falls ihr noch irgendwas wissen wollt, Sea of Thieves, ich bin so eine Art Guru. na, sagt mir einfach, ey, na, das und das und das und das und das und das. Dann kann ich mal vielleicht ein Video dazu machen und ja. Ich hoffe, euch hat soweit Spaß gemacht und ja, heute mal ein bisschen mehr geredet. Na und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.